So. Das wird uns Patronen kosten, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann rutschen wir einfach unsere Verteidigungslinien einfach ein bisschen nach oben. So. Gucken mal, ja, unsere Drohnen arbeiten daran schon. Und dann kommen wir nämlich auch an die mittelgroßen Würmer ran. Die waren ja immer ein gefährliches Ding. So. Ah, unsere Akkumulatoren werden hier auch tatsächlich schon mehr. Schaut das energetisch aus. Ja, auch die Solarenergie wird mehr. Schaut mal. Sehr gut. Ewig kann ich das auch nicht durchhalten hier, ne? Vor allem, die schicken immer weiter neue rein. Also, die Verteidigung hier oben wird wichtig. Oh, oh, oh. Das schmerzt. So, pass auf. Mir fehlt es gerade ein bisschen an allem. Okay, hier kommen auch neue Roboter. Und hier werden sogar mal Mauersegmente gebaut. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich mit unserer Mauerproduktion passiert? Wir haben noch eine gehabt, hier unten irgendwo. Oh no, sag nicht. Deswegen haben wir keine Mauer, ha? Huh? Oder? 1000 Mauerstücke sind hier im Logistiknetzwerk. Manchmal ist es schwierig. Manchmal ist es schwierig. So, zeigen wir mal ganz kurz das Netzwerk. Wir haben 380. Ja, es, Raven, es geht auf jeden Fall. Das Problem ist, das ganze Ding mit der Forschung ist ein generelles Problem, was wir hier haben. Am Öl. Ne? Die Öltanks, die sind jetzt auch fast wieder voll. Aber unser Problem ist hier. Hier geht immer nichts voran, weil zu wenig Petroleum reinkommt. Deswegen wollte ich auch mehr Öl generell hinzubringen. Wobei hier ist tatsächlich wahnsinnig viel Öl. Wir lassen das hier mal oben laufen. Ah, die bauen jetzt hier gerade weiter. Okay. Na, okay, das war gut. Das war gut, Zwergi. So. Jetzt pass auf. Das Ding hier können wir eigentlich abschrauben. Das erfüllt hier überhaupt keinen Zweck mehr. Warte mal kurz, wir haben doch da ein Special-Ding gebaut. Hier so, ne? Das kann weg. Die müssten ja unten an irgendwas hängen. Ja, die hängen da unten dran. Okay. Das können sie abbauen, das können sie lieber bauen, sie sowas vorne dran. So, ich komme jetzt mal zurück. Ich will das sehen. Oh, da kommt Lieferung. Lieferung! Na also, freue ich mich. Apropos, wir haben wieder einen Kapitalfehler begangen. Immer schön Fläschchen produzieren, meine Lieben. Solange es nicht automatisch geht, müssen wir Fläschchen produzieren. Auf Teufel, komm raus. Wer von Drohnen verfolgt? Überall sind Drohnen. No! Ihr kriegt mich nie. Ihr kriegt, ach du Schande. Ja, nein, ihr habt mich doch gekriegt. So. So, Leichtöl. Diese Aufsplittung von Ölfläschchen hat man auch mal thematisiert gehabt. Ich brauche aber noch ein paar Lagerkisten fürs Netzwerk. So, auch mal ein bisschen hier Drohnen raushauen. Sind immer wichtig. So, das Problem ist, dass das hier voll ist. Die Lagertanks hier oben mal wieder. Wir haben ja zum Glück ein paar Tanks dabei. Ich baue jetzt mal hier ganz kurz ein oder zwei Stück an.
Aber es ist halt auch keine ewige Lösung, ständig neue Lagertanks zu bauen. Weil Öl tatsächlich gerade da ist, ne? Lass mal ganz kurz gucken. Nö, es funktioniert. Es kommt auch Schwefel an. Ah, wir haben jetzt so lange Rohöl gespart, weil die Raffinerien aus waren, dass jetzt in den Lagertanks extrem viel drinnen ist. Alpaka Schnitzliebe, danke für das Loot an den Systembot. Schau mal her, wie das abläuft. Da müssten wir fast überlegen, ob wir nicht Schnelle hier einbauen, aber die brauchen wir halt normalerweise nicht, weil es gar nicht so schnell geht, ne? Das ist nur ausnahmsweise, dass die jetzt mal vorankommen. Okay, jetzt brauche ich Folgendes. Wir kriegen ja hier eine riesengroße Anzahl an Festbrennstoffen ein. Wo werden die eigentlich hergestellt, diese Festbrennstoffe? Die kommen hier irgendwo her. Hä? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Wo kommen denn die Festbrennstoffe her? Hier sind sie nicht. Da kommen sie rein. Ach, die kommen hier unten lang. Oh, Mensch. Ich nehme mir mal ein paar Festbrennstoffe mit. So, weiter geht's mit der Produktion hier. Hier liegt ja auch alles voll. Dann brauche ich mal eine passive Anbieterkiste und mach mal das hier weg. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich nicht gerade dringend brauche? Die hängen auch hier im Netzwerk. Warte mal, das kann auch mal weg. Das war alles mal nett gedacht, aber funktionierend halt tut das halt nicht mehr, ne? Naja, wir verlieren halt auch Drohnen in rauen Mengen. Deswegen müssen wir halt auch echt gucken, dass die Drohnen, auch die wir haben, freikommen. Okay, die Produktion hier läuft. Ist halt einfach langsam. Was will ich machen, ne? Ja, und jetzt geht das halt auch mit den Kunststoffstängelchen an. Ich vermute mal, dass jetzt unsere Energie auch deutlich mehr gebraucht wird. Produktion, Gesamtleistung. Ist die Produktion verringert? Nee, das passt, ne? Ja. Okay. Ein Ölzug. Jeder mag Züge. Ja! Guck mal ganz kurz hier hinter. Hier müssen ja auch Batterien jetzt rauskommen, wie blöde. Genau, Batterien. Darum ging es mir ja die ganze Zeit schon. Okay. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir produzieren jetzt mal ein bisschen mehr Solarpaneele auf Vorrat. Und ein bisschen mehr Akkumulatoren. Und die brauchen halt massiv Batterien, ne? Wo sind die nächsten Batterien? Da kommen sie durch. Und werden in die Fluggestelle reingebaut. Ah, verstehe. Okay. Die sind natürlich auch wichtig, die Fluggestelle, denn die bauen uns natürlich auch wieder die Drohnen. Irgendwo hier oben waren die Drohnen doch. Lass mal ganz kurz gucken. Wir haben Logistikdrohnen ja auch noch ein paar. Gar nicht mal so viele. Und Baudrohnen haben wir auch so gut wie gar keine. Ja, da kann ich nichts machen. Die werden ja ständig abgeschossen. So. Weiter geht's. Fläschchenproduktion.
hau noch mal ein paar Fläschchen durch. Ich schmeiß die jetzt auch gleich mal rein, damit es endlich mit der Technik weitergeht. Weil die warten ja hier unten nur drauf. Der Öler! Ja, genau, Sabine, du hast recht. Der Öler. Er kehrt zurück eines Tages. So, was können wir jetzt noch bauen? Ich baue mal noch mal zwei Roboter-Hangars. Ja. Dann brauchen wir noch mal ein paar Kistchen. Ein paar Lampen baue ich nach. Strommasten brauchen wir auch. Die müssen auch weg zum Teil. Munition sollte ich mal nachproduzieren. Ich habe nur 50, das ist wenig. Okay, das geht soweit. So, was braucht man noch? Was wäre noch wichtig? Da kommt noch mal ein paar von brauchen. Reparaturkits baue ich auch mal ein paar. Das ist auch wichtig. Lasertürme könnten wir auch noch mal ein paar hinterherjagen. Okay, so. Jetzt kann ich eh erstmal ein bisschen entspannen, weil das kann jetzt erstmal laufen. Unsere Produktion läuft, die Forschung. Was ist denn da drin? Militärkit, okay. Ja, die braucht halt 300, ne, damit wir überhaupt diese lila Dinger bauen können, die lila Prozessoren. Ich überlege halt, ob wir das machen sollen. Was haben wir denn hier? Persönliche Roboter-Hangar. Da, Geschwindigkeitsmodul 2 braucht die Dinger. Das ist die Geschwindigkeit der Roboters. Sind halt alle sauteuer, ne? So richtige 50er oder sowas kriegen wir gar nicht mehr. Kernenergie 1000, meine Lieben. Wärmeleitung, Dampfturbine, Wärmetauscher, Uranbrennstoffzelle. Ach du Schande. Lasergeschütztürm, Sprengstoffe, Energieschildausrüstung. Oh, geil. Kampfroboter. Das suche ich eigentlich aber alles gar nicht. Persönliche Laserverteidigung, das wäre auch noch cool. Entladungsverteidigung, okay. Automatisierung, genau. Und dafür brauchen wir diese Wissenschaftspakete hier. Okay. Ja, tragbarer Fusionsreaktor, ganz klar. Werden wir morgen schaffen. Die Tragemenge wäre halt auch geil. Ich mache jetzt erstmal das. Da habe ich mir mit Sicherheit irgendwann mal irgendwas überlegt dabei. Das lassen wir jetzt alles soweit laufen. Wie schaut denn unsere modulare Rüstung eigentlich aus? Wir haben Solarpaneele, kleine Batterien und ein Nachtsichtgerät. Mehr haben wir noch nicht. Das Exoskelett wäre allerdings auch nochmal so eine Idee. Das konnte ich aber, glaube ich, noch gar nicht, ne? Oder? Ah, das ist einfach nur größer. Ah, die fortgeschrittene Materialverarbeitung, die braucht auch die lila Fläschchen. Ich sehe schon, komm, wir werden dafür relativ viel brauchen und dafür brauchen wir, für das Logistiksystem brauchen wir es halt auch ganz dringend, damit wir halt Anforderungskisten stellen können. Pufferkisten sind auch was Tolles. Okay, also wir haben noch ein Ziel vor Augen. So, nochmal ein paar mehr Drohnen. Man kann nie genug Drohnen haben. Okay. So, habe ich jetzt noch ein paar Wissenschaftspakete? Ja, 5. Die können auch weg. So, wie viele... Ja, okay, wir können den Stand von unseren Drohnen fast halten. Aber hier oben kriegen wir mächtig eingeschenkt. Also das hier oben müssen wir lösen. Wir verlieren hier ständig Drohnen. Ich baue mal ganz kurz was und lass mich jetzt parallel noch ein bisschen auffüllen. Das Exo hast du schon fertig, echt? Habe ich das schon fertig? Ach, tatsächlich, ja. Dafür brauche ich die Lila-Prozessor. Ja, jetzt haben. Mhm. Okay. Nochmal ein paar mehr Munitiones. Ein paar davon. Und dann sollte man eigentlich mit denen und denen zusammen relativ gut vorankommen. Okay. So. Ich bin ready, meine Lieben, wenn ihr seid. Nochmal 5 rausgeworfen. Sicher ist sicher. So, komm, liefert mich nochmal zu. Das Netzwerk sollte jetzt langsam Ruhe geben. Ja, es werden auch wieder welche frei. Okay, also das sind jetzt die letzten, die mich noch anliefern. Danach ist das Logistiknetzwerk wieder entspannter.
Okay. Gut, meine Lieben, weiter geht's. Ja, ich finde momentan wahnsinnig viele Baustellen an allen Ecken und Enden gerade. Und ich habe so ein bisschen die Angst auch, dass irgendwann eines Tages uns auch nochmal ein bisschen der Saft ausgeht. Habe ich irgendwo vergessen, meine Solarpaneele zu speichern? Ja, tatsächlich. Die müsste ich nochmal speichern. Moment. So, die müsste ich nochmal speichern und dann brauche ich nochmal ein neues Auftragsbüchlein. Weil die brauchen wir ja auch noch. Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Hier sind wir, okay. Hier oben ist keine Verteidigung, da muss auch keine sein. Okay. Deswegen habe ich hier oben nichts, weil hier oben ist kein Logistiknetzwerk mehr. Pass auf. Das müssen wir jetzt mal ganz kurz angehen. Hier brauchen wir eigentlich doch überhaupt keine Verteidigung, oder? Wofür habe ich diese Verteidigung hier hingestellt?